Leute, danke euch, bis kümmern wir uns mal auf Geld! Thank you.
zusammenstehen. Wir in dieser Szene sollten Brüder und Schwestern sein. Wir in dieser Szene sind Herztiere. We'll be right back.
zu, Kopf zu, Ohr zu, Brett vor Kopf. Wir haben nichts gesehen. Schenk mir noch ein bisschen Monitor, wenn du kannst. Ich liebe dich auch dafür.
Andrea, ich hatte ja auch mal ein Konzert in Konnewitz. Und das sind großartige Menschen und berührt mich immer tief, wenn man so Leute wieder trifft und ja, man einfach das Gefühl hat, man ist nicht so allein auf dieser Welt. Wir haben einen Jan auch getroffen, wir freuen uns darüber sehr. Ich habe Olli gesehen aus Halle und weiß ich nicht, mir geht das Herz auf. Dafür sind wir auf dieser Welt, dass man sich sieht, dass man unter Sinnesverwandten ist, unter Leuten, die dasselbe Herz haben und in diesem Sinne an euch, die das Lied segeln.
der wird vollkommen verstehen werden. Wir verstehen auch nicht alles. Und jetzt schnappt klar, aber wir stehen. Leute, das ist einfach Ironie, es ist ein Spaß und nichts weiter. In diesem Sinne, schnappt klar, euch steht! Schwebt in einem Choromobil aus Plaster und Plexiglas, damit ich mich antatscht. Und dann stehe ich hier und spreche von meiner Gesundheit und von meinem Königsein und so eine ganze Scheiße. Alle sind alle Schwachsinn und deswegen spielen wir ein Lied. Und dieses Lied heißt Friede in Hütten, Krieg im Palast. Ich bin der Mann, der sich nicht mehr verliert.
Hast du hier eigentlich keinen Spaß? Hast du hier eigentlich? Hey, Party! Ach so, ist Party auch. Naja. Also, ein vernünftiger Mensch stellt sich nicht auf. So, der nächste Song, Leute, das ist der Sound der Straße. Das seid ihr, das sind wir, das sind Leute, die Konzerte machen. Vergesst es nie, geht da hin und scheiß auf diese ganzen 50 Euro Dinger. Das ist alles kacke und zieht euch nur die Kohle aus der Tasche. Ich weiß nicht, welche Band 50 Euro am Abend wert ist. Also ich bin's nicht, maximal 2 Euro. Das ist Sound der Straße. Du bist ein guter Mensch, du bist ein Arsch, du hast ein Kind.
hat man. Das geht sehr schnell, das ist wunderbar. Ich finde, wenn Leute trainieren, das wollen, sollte man sich sagen, man hat gleich wieder klare Verhältnisse. Ja, das ist in diesem Land, das ist, als kann man in Mecklenburg-Vorpommern als Schwarzer durch die Gegend kommen. Da hat man auch immer sehr schnell klare Verhältnisse. Das ist richtig heiß, die Klasse der Leute. Bei uns ist auch nicht motiviert. Ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige, der so aussieht. Und Rostock kommt dann als Zweiter dazu. Und der Rest ist so Ostknast. Und es ist wunderbar. Es ist wunderbar. Du grenzt dich ab. Und es ist auch schön, Presse nach Berlin. Das ist schon nichts mehr Besonderes. Und da oben weißt du, wie es Bescheid. Das ist einfach die Front gut gestellt. Also, beklagt euch nicht. Seid stolz auf das, ihr alle seid, Leute. Rang holen, denn wir sind Chito Vierte Bastarde. Das ist auf jeden Fall schön. Aber ich habe meine Freundin geschickt. Die hat dann gesagt, naja, wissen Sie, was passiert, wenn man sich auf schmutzige Klo setzt? Ja, die Frau sagt, Pilz am Arsch. Guck, auf jeden Fall habe ich das im Griff und ich bin Spatz in mir und ist das nicht schön. Wissen kann ich ja nicht. Hallo Olli, mein Spatz. Du kommst hier noch mit Wissen, du musst dich vorher anmelden. Du brauchst die Chance, den Text zu nehmen. So, wir haben stehen geblieben. Thank you.
Soll sein. Nächster Song. Das ist ein wenig Lokalkurit. Das sei uns erlaubt. Wir haben da dieses großartige Meer, dieses großartige kleine Meer, das die Ostsee schützt. Und schaut es eigentlich mit dem Licht. Hallo, Lichtmann? Ist da ein Mann fürs Licht? Warum ist das eigentlich so hell erleuchtet? Ja, warum? Lass doch mal. Damit sie sehen können, wo hat. Okay, alles klar. Also sozusagen eine Erziehungsmaßnahme. Genau, muss auch mal sein. So, deswegen habe ich meinen Monitor verloren. Ja, okay, na toll, ihr seid die besten Leute der Welt. Morgen bin ich heiß heute Abend. Okay, Portix for Life ist dieses Englisch, das Englisch spricht nicht mächtig. Ich kann ungefähr so gut Englisch reden wie keine Ahnung was. Und deswegen gibt es dann auch Plattdeutsch und heißt Ostsee First Lamb. Oder für mich hast du ein Herz oder ein Mensch?
Riesenball von mir Preis. Weißt du, was du gewonnen hast? Hey! Die Jagdpreise. Hahaha, war Spaß. Ist ja alles gut. Ich hab ein Herz für kleine Menschen. Für Rad, ich hab ein Herz für Radgruppen. Wir sind nämlich bei uns eine Radgruppe. Aus kleinen und behinderten Menschen. Wobei ich natürlich der Behinderte bin. Und du bist der Kleine. So Leute, wir spielen ein weiteres Lied. Wir beide als Duett. Wie heißt du? Hey, Frodo. Achso. Frodo. Bruno. Frodo. Frodo hört sich an. Hört sich so bekannt. Ich weiß auch nicht, was dein Frodo. So, wir spielen jetzt ein weiteres Lied und das heißt, auch wenn du heute dreimal auf meiner Bühne warst und dann nur sinnlos rumgestanden hast, bin ich doch sehr gelassen geblieben. Sagst du das auch? Komm, Einsatz. Nee, gelassen. Ja. Es ist dasselbe Lied, es sind dieselben Noten, wir können nur 3, A, C und D. Auf geht's, gelassen, Leute! Thank you.
Fächerhausen, links hat natürlich auch gepasst, hat gewusst, das war das Ende, Rufzugabe und dann gibt es noch drei dazu. Genau, Gott hier auch noch drauf. Das ist gut. Wir können aufhören. Hat noch einen Wunsch? Verlos! Du hast ja auch Zugang gerufen, also gehst du natürlich verlos. Verlos! Yeah!
Heil! Meine Damen und Herren, vorwärts in den Sack und das heißt, keine Rast, keine Nacht, kein Geld, nur, ist aus. So einfach ist die Welt vor allem. Ihr Pilz, hast du noch Lust? Natürlich. Ich seh schon, die hauen alle ab, es wird die Hälfte da. Weißt du ja, das ist wie beim miserablen Gitarrenspiel. Ich glaub nicht. Jetzt ist mal das Licht einfach. Keine Rast, keine Nacht, kein Geld, nur eine Tür sehen! Letzter Song. 1991, Mauer war weg, Rock'n'Roll-Konzert in Rostock, alle Mecklenburg vor Pomerane, Inzucht, grüne Hinder, da haben wir alle gestanden, lange Haare, kurze Haare, rot, gelb, schwarz, braun, grün, orange, lila, wir waren alle da. Und dann war Emmy da, hat uns schöne Lieder gesungen, das Konzert war die größte soundakustische Scheiße, die ich je gehört habe, aber es hat dann eingepflanzt und eine Spur hinterlassen und darum geht's beim Rock'n'Roll. Also, wir verabschieden uns, denn wir haben Gott gesehen! Was wir jetzt nicht haben, wir sind schon konsequent und voll. Rock'n'Roll ist King, der Heiler kommt.
Tschüss.